Ja, ich baue hier gerade ein bisschen Eisenerz. Ich glaube, das breche ich mal ganz kurz ab. Wir holen uns Verdampferladung und dann würde ich sagen. Verdampferlagerung. Habe ich sogar. Ey, ich habe sogar noch ein paar Metallkomponenten dabei. Echt? Ja, die brauche ich nämlich gerade die ganze Zeit noch. Aber okay, warte mal. Was brauche ich jetzt für die Verdampferladung? Kommerzium. Metallstücke. Ich habe noch mal Metallkomponenten. Achso, nee, ich brauche Metallstücke. Oh, und dann Kraftstoffzelle Promethium. Das müsste die Wie sein. war das? Die Strahlen dürfen sich nicht kreuzen. Oh ja. Der Dark Link hat Naja. jetzt erst festgestellt, dass im Kampf beim Splatfest Team Blau gewonnen hat. Ich habe 4 Muscheln bekommen. Yay! Ich weiß gar nicht, habe ich noch gar nicht geguckt. Bekommt man da Muscheln oder was? Und was bringen die? Da kannst du zu deiner Ausrüstung Slots dazu kaufen. Sekunde, ich muss mal ganz kurz gucken. Ich starte es gerade. Naja, ich geh mal Kupfer holen. Nee, Kupfer hatten wir. So, Das brauchen wir Verdampferladung, noch. eine ist dann noch für dich drin. Ist gleich Hab doch fertig. noch. Eisen brauchten wir. Eisen? Habe ich doch geholt. Zu Oder langt das wenig. nicht? Ach so. Und du holst dann Okay. Kupfer. Du fliegst zu Kupfer, ich flieg zu Eisen. Naja, fliegen kann man das bei dir nicht nennen. Ich schwebe. Ja, schön, hat er mein Raumschiff noch mitgenommen. Was denn? Der ist auch nur am Meckern, oder? Oh, jetzt fliegst du mir auch noch Ja. hinterher, oder was? Fühlst du dich verfolgt? So ein bisschen. Wow, guter Flug. Ja, was wollte ich jetzt? Kupfer. Ne, das ist Kobalt, Promethium, Kobalt. Wo kann ich hier am besten Ah, parken? Kupfer. Hier Alles kann ich hier am klar, besten einmal die parken. Richtung wieder. Einmal landen und parken. Wunderbar. Pflanzenmonster. Ich habe einen kleinen Fehler gemacht. Ich habe auf ein Pflanzenmonster geschossen, obwohl ich gar keine Munition habe. Oh shit. Und hier ist noch ein zweites. Warte, ich komm. Ne, ich schaff das doch schon. Hallo? Na dann. Kupfer. Ich gehe einfach aufs Raumschiff drauf und dann kommen sie eh nicht mehr an mich ran. Was? Die können da rauf? Soll ich doch kommen? Nein! Hätte ja sein können. Bis seit wann können die da rauf? Wenn du so fragst, wahrscheinlich seit dem letzten Patch. Ich stelle mich extra aufs Raumschiff, damit mir nichts passiert. Und was ist? Hallala, hallo. Ich bin der freundliche Nachbar. Sehr freundlich. Oh, was ist das? Cool, jetzt kommt er nicht vom Da. Raumschiff wieder runter. Haha. Der hängt jetzt auf dem Raumschiff fest. Wie geil ist das denn? Hast du noch Munition dabei? Ja. Achso. Weil du eben gesagt hast, du hast kein Muni. Ja, bei der Sniper. Achso. Sag Ich das habe ja doch. noch Pistole. Deswegen wollte ich dir doch alles zur Hilfe kommen. Weil ich sagte, du hast gar keinen mehr. Ich helfe dir nie wieder. Tze. Hau ab, komm. Leck mich! So, das war's dann für heute So. Ja, das war. Oh nein. Was denn jetzt wieder? In so einer kleinen Höhle. Ja. Boah. Ja, so einer kleinen Höhle habe ich hier so einen netten Gast zu Besuch. Ah ja. Der Gastarbeiter. Ja. Warum muss der auch jetzt bei Nacht? Warum müssen wir auch bei Nacht farmen gehen? Keine Ahnung. Es dauert zu lange, auf den Tag zu warten bei dem Spiel. Könnte eine Idee sein. Nur so Boah, eine Alter, kleine. gleich bin ich echt tot. Aber es liegt dann nicht daran, dass du mir nicht geholfen hast, weil ich das ja nicht will, sondern es liegt dann daran, weil hier so viele Gegner sind und ich immer zu spät reagiere. Hallo, Elena. Und
Ja, Pflanzenfunzelmann kommt zu Besuch. Pflanzenfunzelmann geht mir ganz schön auf die Pflanzenfunzelmann-Sack. So. Ich bin still. Mann, 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 ich sag's dir da. Jetzt rutsche ich hier runter. Egal, ich brauche erstmal Eisen. Ja, der Korti schafft es nicht immer, mir genügend Eisen mitzubringen, also muss ich das jetzt machen. Ich hoffe, er bringt etwas genügend Kupfer mit. Kobaltlager ist ja auch in der Nähe. Könnte ich jetzt mal Kobalt farmen. Aber davon haben wir ja genügend. Boah, jetzt habe ich hier einen Haufen, du. Ein Haufen? Oh mein Gott. Wie geht es mir? Ja, ich kann mich nicht beklagen. Also, heute muss ich sagen, echt super. Ja, also, heute ist wirklich so ein Tag, wo ich mir sage... Yay! Genau. Ich wollte sie mal vorwegnehmen, Entschuldigung. Genau, so könnte man das ausdrücken, ja. Klar, ich habe jetzt keinen Platten oder so am Auto, aber... Ah, danke. Ja komm, dafür habe ich andere Scheißsachen am Laufen. Ja. Ja, also da ist ein Platten gegen ein Auto noch harmlos. Ich wollte nur gerade sagen, musst du jetzt noch drauf rumreiten? Ich fahre halt jetzt mit Sommerreifen schon mal rum. Ja und? Ich habe Allwetter, also... Beziehungsweise... Blöde ist halt nur, wenn wir wirklich mal wieder da hoch zur Mutter fahren und da oben schneit's gerne mal. Ja, dann, meine Güte, Schneeketten, ab geht's. Na mal schauen. Die Winterreifen waren schon so runter. Ich glaube mittlerweile, dass ich mit den Sommerreifen fast besseren Grip habe als mit den Winterreifen. Sieh auf dem Bildschirm. Ach verdammt, ich kann jetzt nicht auf dem Bildschirm gucken. Das ist ja doof. Kann man Splatoon nicht auf den Gameplan zocken? Nein. Fuck. Ja, irgendwann Gamepad ist da so voll mit integriert als Karte und, ne? Ausrüstung, bla bla bla. Ach man. Boah, hab Wie gesagt, ich hier da, Eisen. Da hab ich doch voll das Splatfest verpasst. Na, ich werde irgendwann mal erfahren, wie viele Muscheln ich hatte. Ich glaube, ich hatte noch nie welche, deswegen. Ja, beim letzten Mal habe ich 3 gekriegt. Da habe ich aber auch aktiv mitgespielt. Diesmal habe ich gar nichts gemacht und habe trotzdem 4 gekriegt. Wahrscheinlich, weil wir gewonnen haben. Okay. Aber Elena, wie geht es dir denn? Das ist doch auch mal eine Frage. Ich meine, wir werden immer nur gefragt, wie es uns geht, aber wir können auch mal fragen, wie geht es denn den anderen? Ja? Zum Beispiel, wie geht es denn dem Darklink? Hat er denn noch Spaß? Ist er noch gerne mit dabei? Lohnt sich die Silberunze, könnte man jetzt sagen? Oder war es die nicht wert? Ja, genau, so Katoka und so weiter, Kev Game. Kev, der ist die ganze Zeit wahrscheinlich nur im Schwärmen von seinem S7. Was? Ich glaube, es kommt morgen raus oder sowas, Kevin, ne? Haben sie es... Hä? Hab ich... Heute war die Präsentation davon. Verdammt! Naja, ich habe nur letztens geleakte Bilder gesehen. Es gefällt mir nicht mal. Mir gefällt allgemein kein Samsung. Ja. Da muss ich eigentlich rauskommen. Scheiße. Ich glaube, ich hätte hier mit dem Hover runterfahren sollen. Hier komme ich jedenfalls wieder raus mit dem Hover. Ja, ich habe gesagt, das nächste wird wieder ein Samsung, aber wenn es jetzt wirklich so aussieht, so wie ich da im ersten geleakten Bild gesehen habe, nein, dann wird es wirklich ein S6 Edge Plus. Im Sommer dann. Also der Darklink schreibt, er hatte schon mal zur Frühschicht einen Platten, den er dann wechseln musste und früh um 5 Uhr Reifen wechseln und ja, ihm geht's gut. Da hatte ich ja heute noch Glück. Und der Kev schreibt, nö, finde es zwar geil, aber zu teuer. Willst bloß endlich ausprobieren. Zu teuer? Also es kann er. Okay, wahrscheinlich noch teurer als das S6 Edge, ne? Ja, das wäre dann oder schon... S6 Edge Plus. Wie gesagt, ich habe im Sommer... Naja, nicht Verlängerung, sondern neuer Vertrag dann. Deswegen ist die Frage. Entweder S7, wenn es denn wirklich so... nicht so hässlich ist, wie ich es auf den Bildern gesehen habe. Oder also, wirklich, da gibt es ein S6 Edge Plus. Elena geht sogar sehr gut wegen dem Stream. Na, das freut uns doch. Ja, selbst wenn du gerade hier nur siehst, wie so ein blauer Strahl hier wild hüpfend wie so ein kleiner Yoda aus Star Wars hier an den ganzen Wänden rumhüpft, um hier überall das ganze Eisen abzugrasen. So.
Mehr aber, hüpfen du musst. Ja, mehr hüpfen du musst, beweglich sein. Wobei ich immer noch dafür bin, dass Rey, wenn sie jetzt bei Luke Skywalker in die Ausbildung geht, einen auf Yoda oder ja, Yoda-mäßig macht, ne? So, oh, alles hier einsammeln. Mann, mach mal das Tages. Du bist das Server-Admin. S7 kostet 690, S7 Edge 799. Das ist echt noch teurer geworden. Okay. Ich wollte es gerade sagen, und das S7 Edge Plus, das muss ja auch geben, weil das S7 Edge, das hat ja dann wieder nur eine Seite und das wird dann wahrscheinlich wieder defekt sein. Und ach, egal. Nee, Edge hat beide Seiten abgerundet. Nee. Das S6 Plus, Edge Plus ja, hat Plus beide Seiten. Nein. Doch. Nein. Doch. Das Plus ist einfach nur eine größere Version und sollte das Note 5 ersetzen. Hat es aber nicht, weil der Stift fehlt. Also, egal. Wollen wir jetzt darüber diskutieren. Das, was du meinst mit nur einer Kante, war damals das Note Edge. Komm hier nicht mehr raus, verdammt. Aber das S7 Edge Plus gibt's nicht. Dafür ist das S7 Edge größer geworden. Noch Fragen? Noch gucken wir mal. 304 Eisenerz sollte erstmal reichen mit deinen 300. Wie viel Kupfer hast du? Ich versuche hier gerade verzweifelt rauszukommen, aber 418. Okay, was brauchen wir noch? Ah, da habe ich mich Silizium verbaut. Silizium. Stimmt, das war auch noch bei dir. Kev, du sollst dem Kortier-P nicht immer recht geben. Hm? Nix. Dann will ich doch die Wahrheit sage. Ach, Labernet. Eisenerzlager. Da ist die Basis. Ich hätte ja gerne das Note 5, wenn es es hier geben würde. Nö, ich warte dann jetzt demnächst auf das neueste Huawei. Ach, der große Schinken. Ich weiß jetzt nicht, was da jetzt als nächstes kommt, aber... Irgendwie jetzt im Januar ist, glaube ich, so ein, auch so ein Phablet rausgekommen mit einem riesen Akku. War halt auch so, ne? Note-Größe, Phablet. Ich glaube, das ist doch jetzt irgendein Tablet aus Indien oder ein Handy aus Indien Handy. Für 3 Euro oder sowas. Oder 4 Euro, was ich so, wo ich echt so denke, weißt du was? Einfach nur, weil es geil ist und 3 oder 4 Euro kostet. Ja, als da geht's schon wieder rum, kostet das wirklich so viel und dies und das. Oh, perfekt eingepackt, Corti, perfekt eingepackt. Das musst du jetzt echt mal toppen. Du als Frau. Alter, ich muss erst mal gucken, dass ich hier wieder rauskomme. Oh, ist der jetzt könnte. Alter, seht ihr mal, der Corti, der muss erst mal rauskommen. Der steckt fest. Ja, aber das hier nehme ich noch mit. So. Aber nach unten hin sehe ich wenigstens das Ende der Höhle. Corti, es wird gerade gefragt, ob du dir das schon überlegt hast mit Scrap Mechanics. Ist halt, da sind wir wieder dabei, gerade spielt es wieder jeder und so wirklich. Mein Fall ist es leider auch nicht. Dem kann ich nur beisteuern und sage dann in dem Augenblick, danke Corti, für diese schönen Worte. Also, mein Geschmack ist es auch nicht so. Jetzt muss ich erstmal meine Energie wieder hochheilen.